Willkommen zurück zum Let's Play Tomb Raider The Ancient of Darkness. Das hier dürfte der vorletzte Part sein. Und hier sind natürlich wieder Fallen. Dafür ist Eckhart ja mittlerweile bekannt. So, es hat uns ein bisschen was abgezogen. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm, weil wir haben genug Heilung. Mehr als genug, okay. Da besteht also keine Gefahr und ich guck mal, welche Waffe ausgerüstet ist. Ich rüste diese Waffe mal aus. Und ansonsten haben wir auch so noch genug Waffen und Munition. Also alles halb so wild. Denn Eckhart hat natürlich einen Diener hier in seinem Labor. Wo auch immer der gerade steckt. Hier haben wir kochendes Wasser. Und ratet mal, was in diesem kochenden Wasser drin ist. Ihr könnt ja noch ein bisschen weiter raten. Ich werde es euch nicht verraten, man sieht es eh gerade nicht. Aber es ist etwas sehr Wichtiges, womit wir Eckhart töten müssen. Ansonsten können wir ihn nicht töten. So, Lara macht wieder irgendwelche spektakulären Sachen. Oh, hier ist ein Schalter. Den drücke ich gleich mal. Okay. Auch da ist kochendes Wasser unten drin. Und die Klappe hat sich geöffnet. So, ist jetzt irgendwas? Ah, da sind sie. Dann schieße ich meine Magazine an den Viechern leer. Und dann wechsle ich zur anderen Waffe. Welche nehmen wir da am besten? Die hat 4 Magazine A32 Schuss. Die hat 4 Magazine 30 Schuss. Und die 14 Magazine und 30 Schuss. Okay, ich würde sagen, wir nehmen die. Weil da ist Munition ja überhaupt nicht schade. Na, wo schießt du denn hin, Lara? Das ist ja völliger Unsinn. So, sterben die wenigstens? Nee, natürlich nicht. Das sind ja die Skelettkrieger, die nicht sterben können. Aber ist ja auch wurscht. Wir klettern jetzt erstmal hier in aller Ruhe hoch. Hab irgendwie gerade einen Kloß im Hals, ich weiß auch nicht. So. Boah, ich bin so aufgeregt, weil sich das Let's Play schon wieder dem Ende nähert. Das ging viel zu schnell eigentlich. Finde ich zumindest. Ich weiß jetzt zwar nicht, bei welchem Part wir sind, aber auf jeden Fall viel zu schnell. So, wie war das jetzt? Ich muss ja hier irgendwie was reinmachen, aber das habe ich momentan nicht. Okay, aber wo kriege ich das her? Ah, man kann doch hier hoch. Da ist noch ein Medipack, glaube ich. Ja. Genau. Medipack, aber sonst ist hier auch wieder nichts. Und die Balken machen mich wahnsinnig, weil ich nicht sehe, wo ich hinspringe. Ich kann ja jetzt nicht einfach hier runterspringen. Das ist in der Regel tödlich. Stelle ich mich einfach hier hin und springe dahin. Nein, nicht so weit! Och, Mäuschen! Was machst du denn? Ach, wir müssen die Fallen ja nochmal passieren. Vielleicht kommen wir ja diesmal sogar ohne Schaden weg. Nein! Kommen wir nicht. Okay, dann müssen wir halt den Schalter nochmal drücken. Aber was müssen wir denn hier machen? Wir müssen ja erstmal finden, womit wir weiterkommen. Okay, dann wähle ich erstmal die Waffe aus. Das war die falsche Taste. So, die MP5 ähnliche Waffe, die nicht MP5 heißt. Los, kippt schon um. Sehr schön. So, und jetzt gucken wir halt mal hier hinten.
Da ist auf jeden Fall ein Medipack, das ist sehr schön, aber da kommen wir nicht hoch. Da können wir auch noch nicht hoch, weil wir haben. Ah, das, was blau leuchtet, ist meistens das Richtige. Oh Gott, die stehen schon wieder auf. Okay, kriechen wir mal hier runter. Und hoffen, dass die jetzt nicht da vorne um die Ecke kommen. So. Gut. Dann hätten wir die erste Flasche schon mal da. Was macht der hier für Experimente in diesem Kapuff? Also es ist ja. Ja. Wir können uns den Gegenstand hier erstmal angucken. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen ratlos. Ich glaube, wir brauchen drei von diesen Fläschchen. Ach, da haben wir viel gesammelt. Okay, alchemistische Fiole Nummer 1. Reiner Sauerstoff. Reiner Sauerstoff ist da also drin. Okay. Und diesen reinen Sauerstoff müssen wir irgendwo hinbringen. Wahrscheinlich werden uns die restlichen Amphoren erst zugänglich gemacht, wenn wir das richtig platziert haben. Dann gucken wir mal, ob das vielleicht hier richtig ist. Nein, ist es nicht. Dann gucke ich, ob das da hinten irgendwo richtig ist. Oh, ababababab. Weg. Mistvieh. Nicht ins kochende Wasser, Lara. Nicht ins kochende Wasser. So, ist es hier richtig? Ah. Nein, ist es auch nicht. Gut, dann kann es ja nur hier oben irgendwo sinnvoll eingesetzt werden. Und vielleicht öffnet sich dann ja der Gang zur nächsten Amphore. Ich vermute zumindest mal, dass es so war, weil ich habe jetzt auch keine andere Amphore gesehen, muss ich sagen. Ah, jetzt haben wir das Medipack natürlich auch noch nicht eingesammelt. Das bietet sich ja an, wenn wir hier schon mal oben sind. Ah, hier kommt es also rein, okay. Und nun? Ja. Ach, gucke, in dem Käfig, da ist die andere. Okay. Alles klar. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen muss. Da muss ich jetzt erstmal wieder drauf kommen. So, am besten speichere ich vorher. Nicht, dass ich wieder hier irgendwie Blödsinn mache. Immerhin haben wir jetzt eine Amphore da, wo sie hin soll. So. Schönes Medipack. Ja, wie kommen wir jetzt hier heile runter? Das ist die Frage. Am besten, ich springe so schräg da drauf. Da ist. Genau. Haben wir eine prima Landebahn sozusagen. Und wir versuchen dann irgendwie auf den Käfig zu kommen, was von hier aus wahrscheinlich am besten funktioniert. Würde ich so sagen, aber wie kommen wir jetzt da rein? Ah, ich sehe schon, die Klappe, okay. Die Erinnerung kommt so langsam wieder. Oh, es geht von selber auf. Auch schön. Aber ich glaube, da passiert irgendwas, wenn ich da rein klettere. Oder wenn ich die Amphore aufhebe. Ah ja, genau. So, wo war das? Die Öffnung da. Da können wir jetzt prima hochklettern. Ansonsten sind wir nämlich gleich. Greift doch um die Ecke, Mädel. Och Mensch. Es liegt nicht an mir, es liegt allein an dir, Lara. Wenn du um die Ecke gegriffen hättest, wäre das nicht nötig gewesen. So. Machen wir das Ganze nochmal. So, Amphore nehmen. Und ganz, ganz fix hier hochklettern. Und dieses Mal bitte einfach um die Ecke greifen.
Schön. So, und schon sind wir nicht im kochenden Wasser. Okay, und wir kommen jetzt hier wieder raus, indem wir da hochklettern. Ach, und da ist noch was. Genau. Da können wir noch reinklettern. Das ist auch was Blaues, ne? Das ist auch eine Amphore. Ach, die liegen hier alle so rum. Okay. Dann haben wir jetzt alle drei Amphoren zusammen. Jetzt muss ich nur noch darauf achten, dass diese blöden Skelette mich nicht zu Kleinholz verarbeiten. Am besten ich speichere vorher, bevor ich da hochkletter. Und am besten noch ein bisschen springen, damit es ein bisschen schneller geht. Wobei das wahrscheinlich nicht hoch genug war. Och ja, geh du mir auf den Keks, Junge. Geh du mir auf den Keks. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Lara? Ach so, du willst dich wieder besonders spektakulär machen, verstehe. Gut, jetzt müssen wir hier eine einsetzen. Jetzt können wir eigentlich nichts mehr falsch machen. Weil wir haben ja die restlichen beiden. So, und jetzt ab nach hinten. Und die letzte Amphore eingesetzt. Und dann wird das schick. Ja, da kommt jetzt so eine komische Flüssigkeit. Die in dieses kleine Becken reinfließt. Und irgendwie auf zauberhafte Weise bewirkt, dass das Wasser nicht mehr kocht. Okay. Dann würde ich sagen, tauchen wir eine Runde. So, da unten haben wir ein Gitter. Da ist ein Gitter. Und hier ist das, worauf wir es abgesehen haben. Nämlich der letzte Splitter. Und jetzt, wo wir alle drei Splitter vereinigt haben, können wir gegen Eckhart antreten. Tja, das heißt, jetzt bleibt nur noch eins zu tun, nämlich der Kampf gegen Eckhart. Zu dem wir jetzt hinunterrutschen. So, wir sind noch immer noch im Level Eckharts Labor und das hier sieht schon stark nach Kampfarena aus. Und ich dachte eigentlich, dass wir geheilt werden. Nein, ich möchte noch nicht überschreiben. Ich möchte mich vorher erstmal heilen. Das wäre erstmal eine Maßnahme. So, nehmen wir am besten was, was 40% der Lebensenergie wiederherstellt. Das ist ganz prima. Speichern, Eckharts Labor, überschreiben. Ich habe den Kampf aber nicht wirklich so in Erinnerung, dass er unmöglich schwer wäre. Das nur so am Rande. Und das da ist übrigens schon wieder ein Grafikfehler. Sie leben noch, Miss Croft. Sie sind zäh. Aber ich habe im Laufe der Jahre mehr Sterbliche getötet, als Sie sich vorstellen können. Und Sie haben Ihre Organe gestohlen, wie ein Grabräuber. Und nun hole ich mir die Ihren. Um dieses Ding zu erwecken? Sind Sie wahnsinnig? Nur mit
mit meinen Fähigkeiten kann ich die höhere Rasse neu beleben. Oh, dann habe ich wohl das Vergnügen, sie aufzuhalten. Ich habe die Lux Veritatis gejagt und ausgerottet. Ich bin unsterblich. Die Splitter! Da staunen Sie was? Es ist mein Schicksal, die Hölle auf Erden zu schaffen. Sie sind ein Nichts. Wissen Sie was? Ich freue mich darauf, Sie ins Jenseits zu schicken. Ja, und das werden wir aber erst im nächsten Part tun. Und das wird dann auch wahrscheinlich der letzte Part sein. Da werden wir dann Eckhart endgültig besiegen und dem Treiben der Kabal ein Ende bereiten. Und deshalb freue ich mich auf den nächsten Part ganz besonders. Und eigentlich macht es mich auch traurig. Aber das klären wir dann im nächsten Part. Also, bis gleich.